stell dir vor, ein riesiges Krokodil paddelt im Urozean hin und her, dreht seine Kreise, vermischt ständig den ganzen Schlamm mit dem Wasser. Alles ist in Bewegung. Und dann, eines Tages, kommt ein Mann, also so ein Krieger, so ein mythischer Krieger, und tötet das Krokodil, sodass es nicht mehr paddeln kann. Und langsam setzt sich die Erde fest und verdichtet sich und es entsteht Land und Meer.